schützt uns eigentlich auf Instagram und Co. vor Dingen, die wir nicht sehen wollen? Neben deinen eigenen Filtereinstellungen greifen Algorithmen der Seitenbetreiber. Je nach Seiten-AGB fliegen zum Beispiel anstößige Wörter, zu viel nackte Haut oder sogar Blut raus. Userbeschwerden und vom Algorithmus Unerkanntes werden aber menschlich und per Hand gefiltert. Zum Beispiel auf den Philippinen. Sogenannte Content-Moderators klicken sich hier für Dienstleisterfirmen im Auftrag vieler Social-Networks für Billiglöhne durch Gewaltbilder und Pornografie. Sie müssen in Sekundenschnelle entscheiden, ob sie freigeben oder sperren. Der dort verbreitete katholische Glaube soll laut Recherchen bei Entscheidungen helfen, da so für die westliche Welt der gleiche Wertekodex gilt. Die Konsequenzen für Angestellte sind allerdings hart. Die Tatortreiniger leiden zum Beispiel häufig an Depressionen, da es schwerfällt, diese Bilder zu verarbeiten. Außerdem müssen sie jeden Tag von neuem anfangen, da das Internet ja niemals sauber ist und bleibt. Habt ihr euch vorher darüber schon mal Gedanken gemacht? Gäbe es andere Lösungsansätze? Schreibt sie in die Kommentare. Unser No-Zombie-World-Thema: Plastiktüten. 1 Billion Plastiktüten werden jährlich weltweit verbraucht. Meist nur einmal benutzt, landen sie teilweise im Meer und können dort Vögel und Meerestiere töten. How to save the world? Genau informieren. Viele greifen alternativ zur Papiertüte, ohne zu wissen, dass deren Herstellung auch umweltschädlich ist. Sie braucht fast doppelt so viel Energie und belastet die Umwelt deutlich mehr durch Stickoxide und andere Chemikalien. Außerdem nutzt man die wasserempfindlichen Papiertüten meist nur einmal, da sie nicht so robust sind wie Plastiktüten. Darum Plastiktüten wiederverwerten. Pro Jahr verbraucht jeder Deutsche im Schnitt 71 Tüten. Bis 2025 soll diese Zahl auf 40 sinken. Darum gibt es ab dem 1. Juni eine neue Regelung in Deutschland. Für 60% aller Plastiktüten wird gezahlt. Weil es aber kein Gesetz ist, sondern freiwillig, machen nicht alle Unternehmen mit. Eine optimale Alternative wäre auch eine Baumwolltasche, die man immer und immer wieder benutzt. Unsere Newsnummer ist die 2016. Denn Brainfed wurde für den Grimme Online Award 2016 in der Kategorie Wissen und Bildung nominiert. Um uns beim Publikumspreis zu unterstützen, kannst du für Brainfed voten und zeigen, was für eine nice Community wir gemeinsam sind. Der Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Wir freuen uns riesig über deinen Support und bedanken uns herzlich bei dir fürs immer wieder dabei sein. Genug Hirnfraß für heute. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder und hier findet ihr bis dahin noch 2 richtig coole Videos von mir. Zombie Boys wieder friedlich, Prädikat, Brainfed.